So, der Sebastian hat es halt richtig gut, zündet sich gerade schon eine Zigarre an und wie man sieht, haben wir vier schöne Spirituosen dazu stehen. Ja, also gut hast es, aber auch Arbeit, ne? Es geht jetzt um... Es ist Montag, 7 Uhr morgens, jetzt beginnt die Arbeit. Jetzt beginnt so, also heute geht es nicht um die Frage, wie zünde ich mir eine Zigarre richtig an, sondern wir wollen mal Kombinationen austesten und zwar... Eine milde bis mittelkräftige Zigarre, ein handgefertigter Longfiller mit Rum, mit Cognac, mit Gin und zwar einem Eichenfass gelagerten Gin und dann noch mit einem Inselwhisky, Laphroaig 10 Jahre. Ich beginne jetzt mal mit dem Eichenfass gelagerten Gin, weil von dem erwarte ich mir, dass er insgesamt am mildesten, am leichtesten ist. Ich nehme jetzt mal einen Zug an der Zigarre. Also in Kochsendungen will das Publikum jetzt klatschen und sagen, lecker, lecker, lecker. Nee, tatsächlich ist eine sehr schöne Verbindung in dem Fall. Deutlich besser als bei einem klaren Gin, denke ich mal. Der Gin kann mit der Zigarre mithalten. Es gibt so schöne vanillige Noten, karamellige Nuancen. Auf jeden Fall eine schöne Kombination. Weder die Zigarre noch der Gin sind irgendwie zu kraftvoll oder zu intensiv, dass das Getränk oder der Rauch dann komplett untergeht. Also eine tolle Kombination. Funktioniert sehr gut. Ich muss jetzt einmal neutralisieren, weil ich beides noch schmecke. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem Cognac, um einfach noch weniger Süße jetzt am Gaumen zu haben. Danach wird der Rum folgen und dann kommt der rauchige Whisky. Ich schnapp mir die Zigarre. Und greift zum Cognac. So, das sollte aber jetzt einen ziemlichen Unterschied machen zum Gin davor. Hm? Also ich habe jetzt ganz an den Aromen durch den Cognac auf jeden Fall viel mehr so Trockenfrüchte und es gibt ganz neue Geschmackserlebnisse auch in Verbindung mit der Zigarre. Cognac ist auch wieder, ist in dem Fall ein bisschen dominanter als der Gin. Das heißt, was man jetzt hier merkt, ist eine bisschen kraftvollere Zigarre, wäre hier schon angebracht. Aber es ist eine tolle Kombination, gibt schöne neue Geschmacksnuancen. Jetzt machen wir noch schnell Rum, bevor wir zum Whisky kommen. Ich neutralisiere wieder einmal mit Wasser. So, und da haben wir jetzt einen karibischen Rum, 13 Jahre gereift. Der mit der Schildkröte. Aus Barbados. Genau. Kroate 13. So, was passiert hier jetzt? Ich habe jetzt zum ersten Mal eine richtig süße Spirituose. Auch schon ein bisschen was Schwereres, öligere Textur. Und da bleibt von der Zigarre jetzt tatsächlich fast nichts mehr übrig. Was ich im Nachgeschmack habe, sind noch leichte Tabaknoten, aber vor allem die Süße von dem Rum. Es gibt neue Geschmackskomponenten,
macht die Kombination ganz spannend. Aber für die Zigarre, die jetzt mild bis mittelkräftig einzustufen ist, ist es eigentlich schon fast wieder zu viel. Das könnte man wahrscheinlich am Ende der Zigarre machen oder ganz am Anfang, aber jetzt so im Laufe des ersten Drittels ist es eigentlich schon zu schwer, zu süß für die Zigarre. So, einen letzten Versuch haben wir noch. Wir probieren den 10-jährigen Laphroaig. Ein Inselwhisky, wie er im Buche steht. Richtig schön torfig. Und Laphroaig wird oft als Spaziergang über eine frisch geteerte Küstenstraße beschrieben. Und jetzt schauen wir mal, ob dieser Spaziergang mit den Tabaknoten, diesen Holznoten und Ledernoten von der Zigarre, ob das funktioniert. So, ich habe erst so etwas leicht Bananiges am Gaumen gehabt vom Whisky, dann kommt der Rauch irgendwann durch und tatsächlich bleibt hier von der Zigarre gar nichts mehr übrig. Also eigentlich die schlechteste Kombination. Ich ziehe es nochmal an der Zigarre. Es bleibt praktisch von der Zigarre nichts mehr übrig. Oder wird alles auch verfälscht, aber nicht auf eine schöne Art und Weise. Das heißt, wir haben jetzt hier gesehen, bei einer milden bis mittelkräftigen Zigarre, der Eichenfass gelagerte Gin hat sehr schön funktioniert, der Cognac auch wunderbar, der Rum war fast schon zu viel und der Whisky war auf jeden Fall deutlich zu viel. Also hier Favoriten wirklich der XO, Cognac Napoleon von André Petit sowie der Koval Barrel Aged Gin als absolute Favoriten zu einer eher leichteren Zigarre. Ja, dass ein Gin mit einer Zigarre harmoniert, das ist wirklich selten. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der so gut abschneidet. Ich dachte eher, das wäre das Schlusslicht. Aber dann haben wir wieder was dazugelernt. Kann man sehen. Sehr gut. Ja, danke für diese schwere Arbeit, Sebastian. Sehr gerne.